Mit einer Lautstärke von bis zu 108 Dezibel unterstützt die gelbe Wand die Heimspiele von Borussia Dortmund im Signal Iduna Park. Mit 81.360 Plätzen ist dieser einer der größten Fußballspielorte Europas. Der Grundstein für das Stadion wurde 1971 gelegt. Beim großen Umbau 1995 war ein Liebherr-Gittermastkran LG 1550 von Fricke Schmidbauer für die Installation der großen Stahlträger des Dachs zuständig. Damit herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Uploads. Ich stehe hier auf einem LG 1750, dem Nachfolger des LG 1550. Klaus, ein LG 1750 bauen wir heute mehrfach im Jahr hier im Werk. Wie kam man eigentlich auf die Idee, einen Gittermastausleger auf einen Fahrzeugkran-Fahrgestell zu montieren? Gut, wir sind grundsätzlich zusammen mit unserem Kunden natürlich immer auf der Suche nach dem optimalen Krankonzept. Optimal hinsichtlich maximaler Traglast, wenig Transporte auf die Baustelle und einfaches Rüsten auf der Baustelle. In der Summe dieser Eigenschaften ist natürlich ein Teleskop-Mobilkran prädestiniert. Allerdings stößt dieser Kran bauartbedingt durch den Teleskopausleger traglastmäßig an seine Grenzen. Und hier kann ein Gittermastausleger deutlich mehr Traglast generieren. Was sind denn die generellen Unterschiede zwischen einem Gittermastkran und einem Raupenkran? Der Vorteil eines Gittermastkrans liegt im Transport zur Baustelle und beim Rüsten auf der Baustelle. Da ich einen Raupenkran in Einzelteilen auf die Baustelle transportieren muss, muss ich ihn auf der Baustelle auch entsprechend aufwendig rüsten, während ich beim Mobilkran nur das Chassis selbstständig auf die Baustelle fahre und den Kran eben dort entsprechend einfach rüsten kann. Auf der einen Seite bietet der Raupenkran natürlich den großen Vorteil, dass ich auf der Baustelle auch beliebig mit Lasten verfahren kann. Das heißt, ich kann diesen Kran dort flexibler einsetzen, somit prädestiniert für Langzeitprojekte, Langzeitbaustellen, während ich den Mobilkran für kürzere, schwere Einsätze nehme oder eben für Windkraftbaustellen, um von Anlage zu verfahren. Danke, Klaus. Ja, eine wirklich spannende Entwicklung, die in Zusammenarbeit mit dem Kunden stattgefunden hat. Und wozu so ein Kran fähig ist, das schauen wir uns nachher nochmal genauer an. Krane gestalten Orte, an denen wir später unsere Freizeit verbringen. Und das weltweit. Nur stellt sich die Frage, darf ich überhaupt einen Kran überall auf der Welt einfach so bedienen? International gibt es hier keinen einheitlichen Standard wie etwa den internationalen Pkw-Führerschein. In einigen Ländern gibt es feste Vorschriften und Zertifikate. Die Ausbildungszeiten reichen dabei von wenigen Tagen bis zu 3 Jahren. Der derzeit entstehende europäische Kranführerschein ECOL soll ein Schritt in die richtige Richtung sein. Christoph, du bist unser Schulungsleiter und Experte für Kranführerscheine. Warum ein Kranführerschein? Sicherheit hat für uns bei LWE höchste Priorität. Und nicht nur der Kran steht hier im Fokus, sondern eben auch die sichere Bedienung des Krans ist uns besonders wichtig. In unserem Schulungsprogramm bieten wir eine Reihe von unterschiedlichen Möglichkeiten, dass unsere Kranführer sich ausbilden können und weiter qualifizieren. Wer steht denn hinter diesem europäischen Kranführerschein und wann kann ich da mit der Ausbildung beginnen? Hinter dem europäischen Kranführerschein steht die ESTA, die 2013 schon begonnen hat, diesen europäischen Kranführerschein voranzutreiben. Interessant ist dabei ja auch, dass die British Columbia Association for Crane Safety in Kanada den ECOL auch als nicht-europäisches Land anerkennt. Ja, das stimmt. Eine Reihe von unterschiedlichen Ländern haben bereits Kranführerscheine. Unter anderem in den USA gibt es die NCCCO, welche einen Schein anbieten, welcher in unterschiedlichen Staaten schon anerkannt ist. Dann hoffen wir, dass es hier im Sinne der Sicherheit weiter zügig vorangeht. Große Lasten sind überall auf der Welt zu heben. Regelmäßig kommen unsere Krane daher auch beim Schiffsbau zum Einsatz. So auch mehrfach im Jahr in der berühmten Meyerwerft in Papenburg. Warum ist relativ einfach. Immer größere Schiffe, die in immer kürzerer Zeit gefertigt werden müssen, bestehen aus immer größeren Bauteilen. Diese werden dann am Ende von unseren Mobilkranen an die richtige Stelle gehoben. Im Sommer war unter anderem ein LG 1750 dafür zuständig, ein komplett vormontiertes Glasdach mit 30 Meter Breite und 40 Meter Länge mit einem Gewicht von 138 Tonnen inklusive Anschlagmaterial auf einen neuen Ozeanriesen zu heben.
Die Schwierigkeit dabei war es, die 20 Anhängepunkte gleichmäßig zu belasten. Diese mussten über eine Traverse mit Spannketten alle zeitgleich belastet werden. Damit ein solches Schiff schneller gebaut werden kann, ist es übrigens ausgedockt hier. Man sieht daher eigentlich nur ein Drittel des neuen Kreuzfahrers. Das Glasdach, was draußen vormontiert wurde, kann in der Halle nicht montiert werden, da die Halle dafür zu niedrig ist. Ja, und ich bin ein Fan vom Helge 1756, ja, weil er so viele Einsatzmöglichkeiten hat. Er ist sehr, sehr kompakt für seine Größe, er hat sehr gute Traglasten. Dass ein Kranfahrer den Kran fahren darf, das ist eine Sache. Dass der Kran überhaupt dorthin kommt, wo er gebraucht wird, eine ganz andere. Welche Schwierigkeiten gibt es dabei? Ich befinde mich hier in unserer Versandhalle und in einem Gitterstück. Und mit mir sind Benjamin, unser Versandleiter, unser kaufmännischer Geschäftsführer Mario Trunzer und unser Zollexperte Michael. Benjamin, wohin geht denn hier dieses Gitterstück? Ja, dieses Gitterstück ist Teil eines LA 11000 und das bringen wir später über Bremerhaven nach USA. Und welche Besonderheiten gibt es denn beim Versand? Wir liefern jährlich über 2000 Krane und mehr als 70.000 Ersatzteilsendungen in die ganze Welt. Dabei holen die deutschen Kunden üblicherweise ihre Krane hier bei uns im Herstellerwerk ab. Die Krane fürs europäische Ausland und für Übersee liefern wir direkt zu den Kunden, direkt auf die Baustellen oder auch zu unseren lokalen Niederlassungen. Und dabei nutzen wir neben dem Straßentransport auch die Schiene und die Schifffahrt. Wir haben eine hohe Exportquote und wir liefern unsere Krane in jede noch so exotische Ecke der Welt. Das geht nicht von selber, da braucht es ausgefeilte Ausfuhrverfahren und eine ordentliche Exportkontrolle. Und das können wir hier mit unserer Mannschaft ganz professionell leisten. Welche Herausforderungen gibt es denn hier konkret? Momentan ist sicherlich eine der höchsten Herausforderungen die Infrastruktur und die daraus stetig steigenden Auflagen für unsere Krantransporte. Dabei sind Brückenablastungen, Fahrzeitbeschränkungen oder auch vorgeschriebene Begleitungen durch zivile Unternehmen und die Polizei nur einige Beispiele. Das ist ein Problem. Wir sind hier im Süden, im Schwabenland, und wir müssen für den internationalen Export mit den Kranen rauf an die deutschen Seehäfen. Das heißt, wir müssen durch ganz Deutschland fahren, und das Problem ist jetzt für uns die Infrastruktur und die, vor allem die maroden Brücken in Deutschland. Wir fahren Umwege. Das ist ökonomisch und ökologisch sehr aufwendig, kostet uns fast 1 Million Euro jedes Jahr. Auf der anderen Seite verfügen wir aber über Krane und haben diese so gebaut und konstruiert, dass wir auch mit anderen und geringeren Achslasten fahren können. Das ist dann wieder ein großer Vorteil für die Kunden. Michael, bei diesen internationalen Versendungen geht es ja auch um Zollvorschriften, oder? Ja, natürlich. Wir reden hier von Ursprungsnachweisen, Zolltarifnummern, Embargo-Vorschriften bis hin zu Ausfuhrgenehmigungen, die es zu beachten gilt. Im Vorfeld haben wir einen sehr hohen Prüfaufwand in der Zollabteilung, um all diese außenwirtschaftsrechtlichen Daten zu beschaffen. Im Nachgang gehen diese Daten gebündelt an die deutsche Zollverwaltung. Nach Prüfung durch den Zoll erfolgt die finale Freigabe und wir erhalten das sogenannte Ausfuhrbegleitdokument. Nur mit diesem Dokument kann die Ware Deutschland verlassen. Ob wir einen LR 13000 oder eine kleine Schraube exportieren, der Aufwand ist für uns fast gleich hoch. Grundsätzlich gilt, passiert bei der Zollabwicklung ein Fehler, könnte die komplette Lieferung gestoppt werden. Benjamin, was war denn dein interessantestes Versandprojekt? Das war sicherlich die Lieferung eines LR 11350 nach Bangladesch mit Sondertransporten im In- und Ausland, inklusive Aufbau auf der Baustelle und Übergabe an den Kunden vor Ort. Allein die Transportuntersuchungen mit Streckenbesichtigungen vor Ort, mit mehr als 50 Brückenbauwerken und vom Monsunregen teilweise weggespülten Straßen haben mehrere Monate in Anspruch genommen. Aber am Ende haben wir den Kran fristgerecht geliefert, aufgebaut und an einen zufriedenen Kunden übergeben. Und das war einzigartig. Er hat sich vor Ort vom Hafen in Chittagong bis zur Baustelle jedes Schlagloch persönlich angeschaut, damit dieser Transport gut funktioniert. Das zeigt wieder einmal, dass ohne die professionelle Arbeit der Versand- und Zollabteilung hier gar nichts geht. Ja, und damit machen wir uns zur Abfahrt bereit, und zwar nach Frankreich, genauer gesagt nach Paris.
Denn dort schauen wir in der nächsten Ausgabe, was ein Segelboot auf dem Eiffelturm zu suchen hat. Und wir freuen uns auf einen komplett neuen Mobilkran, den LTM 1120 4.1. Bis bald!